beiden hatten viele Fragen an den unerwartet aufgetauchten Geist, der für ihr turbulentes Leben in den letzten Jahren verantwortlich war. Doch es war keine Zeit für lange Gespräche, denn die Splitter des zerstörten Artefakts mussten gefunden werden. Der Splitter, dem sie am nächsten waren, lag irgendwo im Rotholzwald, wo die höchsten Bäume der Welt wuchsen. In 1000 Jahren hat es keiner geschafft. Warum sollten ausgerechnet wir Sarek vernichten können? Wir sollten nichts überstürzen. Zuerst brauchen wir alle Teile des Artefakts der Seele, bevor wir auch nur daran denken können, Sarek oder sein Herz zu jagen. Aber wenn diese Geschichte vorbei ist, sind wir frei und können unsere Wege ziehen. Und alle sind zufrieden, ja? Also gut, von mir aus. Ja, also gut, von mir aus. Willkommen zu Trine 3 Artifacts of Power. Ich sag mal zum vorletzten Level. Ist ganz weird damals gewesen, dieser Release. Wir sind auf der Suche nach allen 150 Splittern. Ich pack sie euch auch wieder unten rein. Also hier findet ihr alle Trine-Ecken und so weiter. Wie gesagt, gibt 150 Stück. Hier oben haben wir gleich mal welche. Jawohl, einmal rüber. Bringt uns ja schon auf 8. Also wie ihr seht, geht's gleich gut los. Kann ich sagen, der Level ist fantastisch schön. Er ist wirklich, wirklich toll und macht echt viel Spaß. So. Sagt er jetzt. Nachdem er die Ranger rausgeschnitten hat. Nein, Quatsch. Also ist hier First Try. Also das Intro hier habe ich jetzt wirklich First Try aufgenommen. So, hier, zack. Ja, war lost jetzt. Ja, genau. Also ihr müsst da einmal rüber. So, Edzard. So schön. Dann geht er hier hoch. Hoppala, hier hoch. Dann kommt ihr hier schon auf 16. Ihr seht, die sind gerade nicht geizig mit Trine-Ecken. Nicht vergessen, sodass wir auf 18, 150 kommen. Yep. So, sieht wunderschön aus hier alles. Ey, Leute, ich habe hier hinten geguckt und so, ist nix. Deswegen, Madame. Einmal hier hoch. Sah jetzt professioneller aus, als es eigentlich gedacht war. Ja. So, ich kann euch dieses Spiel nur empfehlen. Wie gesagt, es hört leider sehr abrupt auf. Mich hat die Story sehr weiter interessiert. Ich finde es grafisch. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ich glaube, entweder 2015 oder 2017. Und ich finde, dass es grafisch ein Hammer-Game ist. Ist aber auch auf dem PC gerade. Ne? Also auf meiner PS5, wenn ich da die PS4-Version zocke, die sieht nicht so fresh aus. Der Rotholzwald. Die Suche nach den Splittern hat begonnen. Ja, wenn die Oma aus dem Wasser springen will, dann ja. So, ihr nehmt einmal das hier. Da habe ich ein bisschen gebraucht, tatsächlich. Und lasst los. Dann habt ihr hier nämlich auch noch einen drin. Jawohl, wunderschön. Da hat's mal wieder Kleinholz gemacht. Also ihr seht, oben ist ein Rothirsch. So, dann einmal. Man, dafür braucht ihr keinen Guide. Das seht ihr selber. Hier, 1, 2. Wichtig, wir gehen auch nicht hier rechts lang. Da geht es dann nämlich weiter. Wir gehen erstmal hier erstmal die ganzen Kisten plündern. Jawohl. Damit wir ja alles zusammenkriegen. Vorne habt ihr einen Save Point. Und dann habt ihr hier auch in dem Eimer, nenne ich es jetzt mal. Habt ihr auch noch einen? Da, jawohl. Zu leben. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht hier rechts lang, sondern wir gehen erstmal hier geradeaus und folgen diesen Hirschen. Wunderschönes Tier. So. Mal hier rüber. Ja. Heute hat er es drauf, der Kollege. Kriegen wir aber hin. Alles easy. Naja. Der hat's gerade. Ah, ne, komm. Den Spruch sparst du jetzt mal. Oh, wenn er gut war. Meine Stimme kommt aus meinem Kopf und nicht aus dem Artefakt oder dem Buch. Mhm. Faszinierend. Seit wir das Artefakt der Seele zerbrochen haben, scheint sie ihre Gedanken direkt mit uns teilen zu können. Sie kann was jetzt? Es ist ziemlich logisch. Die Artefakte sollten die Seele oder Seelen gefangen halten. Und da dieses jetzt zerbrochen ist, kann Trine den Rest der Magie des Wächters nutzen, um mit uns zu sprechen. Echt nervtötend, die ganze Zeit Stimmen im Kopf zu hören.
So, dann haben wir erstmal den Typen hier aufs Maul. Wunderbar, läuft doch. So. Einmal durchschneiden. Wunderbar. In dem Wasser gibt es nichts. Ich habe sehr starke Recherche betrieben. So. Dann einmal hier durchsmacken. Und dann denkt ihr das euch vielleicht, aber man kann das leicht übersehen. Und dann habt ihr hier nochmal einen Fünfer. Habe ich auch lange gebraucht. Den habe ich irgendwie mal komischerweise übersehen. Deswegen macht nicht denselben Fehler. So, könnt ihr nehmen. Zack. Easy money. So, warte mal. Mein Muck weg hier. Jawohl. Ist aber natürlich auch hier hoch, ne? Ist klar. Beinahe vergessen. Jawohl. Dann seht ihr da oben auch was, aber da kommen wir eh hin. Das war knapp. Jawohl. Dann einmal hier drüber. Sieht man ein bisschen schlecht jetzt aus der Position, aber hier oben habt ihr noch was. Aber hier in Number 66. Ja, man kennt's. Keine Sorge, wir gehen nochmal hier lang. Ihr braucht diese Kugel nämlich. Dafür nehmt ihr, warte mal, erstmal das Ding da. First things first und dann. Jawohl. Boom. Boom. Jo. Wow. Das habe ich irgendwie vergessen. Jawohl. Wunderbar. Safe Point ist in der Haus. Erstmal die Ground-Viecher kalt machen und dann kümmern wir uns um den Fliegenden. Der übrigens sehr laut ist, finde ich auch. Episch. Ist der Dude tot oder? Ist er. So, dann nehmt ihr wieder den euren Freund. Und haut natürlich das Ding hier rein. Perfektes Timing. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sorry, Leute. Kurz warten. Jawohl. Jetzt noch kaputt hauen. Dann geht ja mal hier links lang. Nicht vergessen. Ihr seht es immer schon über der Hälfte. Einmal darüber. Dann einmal hier rüber. There is five of them. Ich wollte gerade so aufmunternd sagen, sind nur noch 65, aber 65 klingt scheiß viel. Ah, warte mal, hier genau. Hier müsst ihr mit Soja das Ding durchballern. Jawohl. Habt ihr wieder einen Fünfer. Beste Leben. Wunderbar. Habt ihr auch einen drin, habt ihr gesehen.
Wie ihr seht. Bisher sehr simple Sachen eher, ne? Aber ein wunderschöner Level. Soll ich dir mal so klar sagen. Wunderbar. Soja bemühen. Ja. Na komm. So. Hallo. Bring uns auf 97. Ah ja, mal den mal. Da geht es nochmal schnell. So, immer hier hoch. Alter, jetzt hopf halt mal die Kanten hoch. Oh. Tut ihr euch so deutlich leichter, wenn ihr dann das hier so macht. Jawohl. Und einmal hier rüber. Ah, wenn man sich nicht so scheiß schlecht anstellt wie ich, dann kann das mit einmal hier rüber. Aber hier hat man beinahe was vergessen. Wahrscheinlich einer der schwersten. Junge. Eieiei, Leute. So. Mag er sich mal festhalten langsam, da, Freund. Jawohl. Bringt uns auf knackige 110 von 150, was so viel heißt wie 40 fehlen uns noch. Easy Money Mist. So. Holen wir uns noch einen Fünfer. Das ist easy, Mann. Ich hab da übrigens noch einen. Jawohl. Dann kommen wir nämlich auch rein. Nehmen unseren ritterlichen Freund und holen uns die 5. Bringen uns auf 116.
Wunderbar. So. Nummer 5. Jawohl. Hier schön durchsmacken, ne? Denkt ihr euch fast. Jetzt mal ehrlich. Das kriegt ihr auch ohne mich hin. Manchmal bin ich so schlecht. Ja, gut, dass du Geiz machst, Brudi. Ja. Ich hab jetzt gar nicht mehr geguckt, bei wie viel wir sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie hier die Funktion war, aber das kriegen wir hin. Ach Leute, also... Ah ja. 22. Are missing. Geht der Funk ab. Wunderbar. So, dann haben wir hier was zum Hochjumpen. Schön alles durchsmacken. Der war 132 von 150, Freunde. Macht's gut. Kann ich wirklich nur empfehlen, diese Eimer immer kaputt zu hauen, weil man übersieht da auch leicht was. Wie ihr hier seht, können wir einmal hier runter. Jawohl. 11 left. Und dann hier auch nochmal was. Oh. Und der Zauberer ist wurscht. Wo ist er denn jetzt hin? Alter. Ja, keine Ahnung, was da war, aber ey, ihr habt's gesehen, funktioniert auch so. Okay, kümmern wir uns erstmal um die. Können wir das kaputt machen hier auf der Seite? Und natürlich das hier nicht vergessen. There's 8 left. Dann nehmen wir einen Zauberer. Da einfädeln.
Schön ausbreiten. Naja. Bringt uns auf 145. Und unsere 150 muss hier irgendwo sein, und zwar da oben. Seht ihr sie? Keiner verpasst den Moch. Hier sie. 150, my friends. Und damit ist der Level rum.